Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2. Yay, yeah, ich bin immer noch voll geflasht. Das war jetzt keine Woche erst, dass ich den ersten durchgespielt habe. In der letzten Folge hat die ganze Geschichte angefangen. Der gute Crash wurde, wenn man so will, entführt, war unterwegs, um seiner Schwester irgendwie Batterien oder irgend sowas zu besorgen. Und der gute Cortex möchte irgendwas mit den Kristallen machen. Er gaukelt ja vor, dass man die braucht, um die Welt zu retten. Aber ich bezweifle das irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Ich muss gestehen, er ist mir nicht ganz der Sympathischste. Ja, auf alle Fälle ist das unsere Aufgabe. Wir können leider nichts dagegen machen. Wir haben jetzt schon die ersten beiden Welten abgeschlossen und anscheinend hat der Cheat nicht funktioniert. Mist. Ja, Hang 8. What? Ist das jetzt... Übrigens, was ihr mal achten müsst, ich werde dann ganz zum Schluss, wenn wir diese Stage hier abgeschlossen haben, werde ich mal eine Minute lang ruhig sein. Es ist nämlich so, dass dieses, Lied, was man im Hintergrund hört, das verändert sich immer so ein bisschen, wenn man, den nächsten Warp-Raum betritt. Und das ist auf jeden Fall knuffig. Vor allem mag ich, wie sich das in der zweiten Welt anhört, oder ich glaube, es war in der dritten oder in der zweiten, ich bin mir nicht sicher. Das sind so Sachen, die, habe ich so im Kopf behalten, wie sich die Musik anhört. Also nicht die Level an sich, sondern das. Und auf jeden Fall ist der Soundtrack ist schön. So. Ich gehe einfach mal davon aus, wenn dieses Ding hier ist, dass der gute Crash es immer noch nicht auf die Reihe gekriegt hat zu schwimmen, was natürlich sehr, sehr schade ist. Aber gut, können wir nicht ändern. Wow, oh shit, ja gut. Dankeschön. Vor allem, guck mal, er ist doch nicht untergegangen, Mensch. Boah, gut, wenn er... Nee, ich meine, selbst wenn er nicht schwimmen kann, er kann auch hier eine Fundepaddel machen. Ach, naja, gut. So, Stopppflanze. Checkpoint. Und dann, oh, guck mal hier, genau, ein Fahrzeug. Fahrzeuge gibt es hier auch. Mal schauen hier, dass ich alle Kisten einsammle. Wow. Also das Ding steuert sich auf jeden Fall sehr schön. Nur wenn man irgendwie Kurven fahren muss oder so, dann ist das schon ein bisschen knifflig, aber es geht. Yeah, in der gewünschten Zeit habe ich es geschafft. Oder Moment, die Zeit läuft weiter. Wieso läuft die verdammte Zeit weiter? Was habe ich davon? Ich gehe mal hier hin und hoffe, dass die Zeit nicht weiterläuft. Yeah. Na, das sieht doch schon ein bisschen nach Crash 1 aus. Moment. Ich wollte gerade sagen, ich habe null Leben. Ah, nee, das war ja genau. Ja. Tut mir leid. Lass mich! Kann ja sein, dass wenn dieses Dings explodiert, dass die Kiste zwar kaputt ist, aber nicht für mich zählt, wisst ihr? Das wäre ein bisschen doof. Nein! Ich wollte doch genau darauf. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, Crash spielt sich auf jeden Fall ein bisschen präziser, aber nur ein kleines bisschen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wenn ich nachher wieder 30 Mal verrecke, behaupte ich definitiv was anderes, aber so ist das ja. Was haben wir hier? Irgendwas. Ich habe so das Gefühl, das hängt vielleicht mit den 30 Sekunden in Verbindung. Ich weiß es nicht. Ich meine, die Zeit wurde eben gestoppt und dann bin ich davon ausgegangen, dass ich noch 25 Sekunden habe. Aber gut. Vielleicht kriege ich ja hier noch einen neuen Versuch. Wow. Rampe. Yes. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich dann Kisten verpasse, aber nein, das war ja genau für eine Kiste. Wow. Und Happy, ich glaube, bis jetzt haben wir alle Kisten eingesammelt. Oh, da muss ich aber durchsprinten hier. Ja, ein Sprint hat dieses scheiß Ding auch. Ich habe einfach mal gehofft, dass es so ist. Weil sonst hätte ich jetzt auf eine Taste gedrückt, nichts wäre passiert und ich wäre ausge... Moment. 74, dein Ernst? Okay, das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich irgendwas vergessen hätte, aber gut. Crystal! Three crystals? Not bad. I see you are getting the hang of it. I need to conserve power. I will communicate with you again after you retrieve the fifth crystal. Naja, also er kommt jetzt alle drei Level und labert uns voll und wir sind immer noch nicht schlauer. Naja, gut, machen wir weiter hier. Also er will auf jeden Fall irgendwie Power. Ist wahrscheinlich so, er hat da einen Satz zu stehen, der alles beantwortet, alle Fragen. Und umso mehr Kristalle wir einsammeln, umso mehr offenbart er von diesem Satz. Und wieder ein Dschungelgebiet, okay. Have it up.
Ja, schau mal, ich achte wirklich hier drauf, dass wir es irgendwie mal schaffen könnten, alle Kisten einzusammeln, aber ich weiß nicht. Irgendwas scheint da ja mal zu fehlen. Irgendwas ist gut, wir haben noch nicht mal. Vielleicht gerade mal die Hälfte oder so. Ich weiß auch nicht, wo der Rest sein soll. Wahrscheinlich irgendwo hinten durchgeglitscht oder durch den Boden gefallen oder so. Naja, ist ja glitschen. Glitchy glitch. Jackpot. Hoppy, 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 hoppy. So. Genau. Verrecke, du Vogelfieh. Und jetzt haben wir wieder hier zwei Seiten. Ich glaube, auf der einen Seite ist der Kristall und auf der anderen Seite ist nichts. Da fällt mir so spontan diese Begebenheit ein, die ich mit meinem Bruder und seinem Kumpel hatte. Wo sie so an dieser Abzweigung standen und sich so gefragt haben, okay, wo gehen sie jetzt? Boah, wo gehen sie denn jetzt lang? Und ich meinte so, geht mal nach rechts. Und die dann so, warum willst du nach rechts? Hast du irgendwelche Intuitionen? Und ich dann so, weiß ja nicht, ist ja, war schon ein paar Jahre her. Ich dann so, ja, ja, rechts ist meine Schreibhand. Und dann so der eine so, als ob das irgendwas erklären würde. Ich so, ja, erklärt nicht wirklich was, aber macht einfach. Ich weiß nicht, ob ich recht hatte. Vor allem, wieso bin ich dann jetzt nach links gegangen, wenn ich damals gesagt habe, naja, gut, whatever. Mann, was ist denn los hier mit diesen scheiß Viechern? Okay. Na, nochmal versuchen hier, Verrecke. Achso, die kann ich, Moment. Ich kann sie auf jeden Fall nicht von vorne angreifen. Dann vielleicht bespringen, überspringen. Schauen wir mal. Ja, ich kann auf jeden Fall drüber springen. Ob ich nun auf sie drauf springen kann, weiß ich nicht. Dann ist auch noch die Frage, ob das irgendwas bringt. Aber hier ist es ja, what the, okay. Scheint was gebracht zu haben. Und der Weg scheint auch richtig gewesen zu sein. Nur kann man jetzt natürlich nicht davon ausgehen. Moment, das heißt, ich hatte damals Unrecht. Oh. Davon ausgehen, dass wir alle Kisten einsammeln. Naja, ich kann ja mal nochmal hier zurücklaufen. Ah, schauen wir mal. Und das jetzt von der Perspektive ein bisschen doof, aber hier gibt's Leben. What the fuck, what the shit. Leben, 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 Leben. Nam, 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 nam. Also ich sehe hier nicht wirklich Areale, wo man irgendwelche Kisten brutal verstecken könnte. Und das ist, by the way, sehr, sehr unfair. Aber das Level war ja auch nicht so konzipiert, dass man es aus der Sicht nimmt. Gott verdammt. Böse, böse Gegners. Ganz, ganz böse Gegners. Ah, da haben sie mich gekriegt. Da haben sie mich gekriegt, die Bastarde. Ich will trotzdem wissen, was da hinten ist. Das ist bestimmt noch irgendwas Cooles. Ich probier's jetzt noch einmal. So, hier waren sie doch irgendwo. Da waren sie, da waren sie, da waren sie, da. Noch mehr Apfels. Und das war's mit der Kreuzung, alles klar. Haben wir nicht wirklich viel verpasst. Also ich würde behaupten, dass da drüben mehr Action abging. Hier waren mehr Gegners. Auch so eine Sache. Hier sind mehr Gegner, aber dafür kein Kristall. Ich weiß auch nicht. Das ist so, als wenn man sich verausgabt, für irgendwas kämpft und dann stellt sich heraus, dass es gar nicht da ist. Naja, gut. Oh, ich dachte immer, gleich kommen sie zurück und deswegen bin ich mal gesprungen, aber nein. Hi, wie geht's? Warst du vorhin auch schon da? Kann ja nicht sein, weil ich ja von hinten kam und so. Na gut. So, schauen wir mal. Weit kann das ja nicht mehr. Okay, ich habe nichts gesagt. Der Checkpoint beweist mir schon wieder das Gegenteil. Ich dachte, weil wir Kristall und deswegen Ende der Welt und so. Aber nein, okay. Verreckert, verreckert. Hallo, wäh. Okay, ich muss von der Seite springen. Anders kriegt der gute Junge das nicht hin. Check, check, Level extra. Geheimnis, wollte ich sagen, genau. Da muss ich, glaube ich, reinrutschen. Nein. Okay. Frage ist, muss ich die auch töten, oder? Also Kisten töten ist ja immer so eine Sache, aber ich weiß nicht, erzählen die dann oder so? Wäh. Wow, wow, oh, 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 oh. Der bitte. Ja, müssen wir mal kurz mal kriechen. Hoppa, doppa, 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 doppa. Okay, wenn ich jetzt wüsste, wann die kaputt gehen. Okay, jetzt gehen sie kaputt. Ja gut, das sind ja wieder so eine Stellen, wo ich sage, fuck you, das mache ich nicht. Dann jump ich jetzt ganz normal durch. Wie gesagt, man könnte sich natürlich auch merken, wann diese Kisten kaputt gehen. Aber oh nein, das war doof. Das war sehr, sehr doof. Wieso klappt alles beim ersten Mal so gut und dann beim zweiten Mal nicht mehr? Moment. Das war nicht so schlau. Da wäre ich jetzt beinahe drüber gerutscht und so weiter.
Jetzt ist das natürlich da. Das heißt, ich hätte da drüben irgendwelche tollen Möglichkeiten, aber gut. Fuck it. Fuck it. Dann ist das, das kann das doch gar nicht drauf aufgelegt sein, dass man hier alle Kisten findet. Aber die scheinen ja auch zu zählen. Oh, ist das alles kompliziert. Naja, die 100% Games von damals hat, ne, was willst du machen? Oh, scheiße, ich dachte, ich könnte auf sie raufspringen, mein Gott. Ma, auf keinen kann man hier springen, man muss sie alle so fertig machen. Na kommt, da, verrecke, 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 wow. Okay. Da war ja dann wieder das, okay, dann war der Checkpoint davor. Hm, genau, hier waren wir ja stehen geblieben und da sind wir auch verreckt. Da, 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 verrecket alle. Okay, rüber da. Äpfel for the win, whoops. Oh, nochmal hier runter. Langsam wird's aber hier ein bisschen alt, ne? Damn, 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 damn. So. Und das Haus ist dann mit diesem Level gewesen. Ja, genau, 38 von 53. Wen willst du denn das schon wieder erzählen? Ist das doof? Das wäre dann jeder vierte Kristall. Und das heißt, einen brauchen wir noch. Wahrscheinlich dann der letzte Kristall für dieses, für diesen Warp-Raum hier. Und dann wird sich der Freak wahrscheinlich nochmal melden. Stand da gerade Crash Dash oder Crash Bash? Seit wann sind Welten nach Crash benannt? Oh, Moment. Oh, Moment. Ich ahne, was? Nee, ich dachte, dass wir, oder? Ja, doch. Ich würde jetzt mal eiskalt behaupten, wir sehen unseren Indiana Jones, ja. Und diesmal ist es nicht Indiana Jones, sondern Indiana Winter wahrscheinlich. Wow. Oh shit. Okay, ich denke mal, die sollte ich beim nächsten Mal. Bei denen sollte ich beim nächsten Mal definitiv ausweichen. Ich dachte, das. Autsch! Ja, gesagt, getan. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas zum Einsammeln, aber gut. Oh, wow. Wow. Also, man sieht, sie haben die Idee behalten aus dem ersten Teil, haben das aber das Ganze. Wow. Ich meine, es ist im Grunde auch nichts anderes, nur das ist eben halt, dass wir jetzt. Ja. Doppelt gemobbelt. Also, wenn, ist ja jetzt im Grunde egal, ob wir jetzt über Schluchten springen oder den Teilen ausweichen, aber es ist ja dazugekommen. Es ist ja nicht so, dass wir dann ausgetauscht wurden, die wieder dazugekommen. Auf jeden Fall haben sie probiert, das Ganze ein bisschen innovativer zu machen, ein bisschen schicker zu machen durch diese verschiedenen Fallen und so weiter. Das ist auf jeden Fall cool, dass sie daran gedacht haben. Wow, auch wenn es im Endeffekt auch nicht viel an der Situation ändert, dass wir jetzt hier an, ja. Aber gut, der gute Crash dreht sich ja um. Schaut ab und zu mal. Vor allem, er sieht auch ein bisschen seltsam aus, ne? Also, der kann das sein, dass der gute Crash chillt? Shield? Shield! Er chillt, Mann. Ja, kommt mir so ein bisschen vor, aber gut. Vielleicht kriegt er ja im dritten Teil eine Brille. Ich weiß es nicht. Wow. Oh, shit. Ah, ich hab's geschafft. Okay. Tja, so viel dazu. Wieso denn der? Wieso konzipiert ihr sowas, wenn es eh immer schief geht? Na gut. Wenigstens haben wir hier. Ops, das war ein Fail. Hä? Ach so, war das. Wenigstens haben wir hier nochmal die Möglichkeit, das Ganze zu replarisieren. Replay und so. Wah, wah. Nein, ich probiere das nicht nochmal. Du kannst mich mal. Wäh, 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 wäh. Also es sind so die Kisten, die ich hier überhaupt nicht leihen kann, diese Dinger hier. Weil die brauchen unmenschlich lange, bis sie kaputt gehen. Ich meine, klar, ich kann sie ja schlagen, aber dann geht der Inhalt kaputt. Und naja. Wenn jetzt in jedem Special Level vorkommen, dann werde ich wahrscheinlich kein Dings sehen. Ich habe mich gerade gewundert, ich dachte so, what? Wie soll ich da rüberkommen? Oh nein, ich muss ja hier lang. Boah, auch nicht schlecht mit diesen Pfeilen da. Wie gesagt, sie haben da probiert, das auf jeden Fall ein bisschen innovativer zu machen. Wow! Autsch! Gott verdammt, ich will diese Kiste! Oh, way, way! Ja, oh shit. Den habe ich jetzt. Oh nein, nein, nein. Ja, okay. Da haben sie mich aber jetzt gekriegt. Drei Fails hintereinander. Gut. Diesmal bin ich vorbereitet. Mit 17 Leben habe ich schon, wie episch. Ja, ich bin vorbereitet und presche schon wieder da rein, Alter. Nein, nicht mit mir. Nein, nein. Jetzt müssen wir gleich, okay, da habe ich verfehlt. Den habe ich. Ah, nein, komm schon. Hört auf. Hört auf. Wow, wow.
Wow, Brücke, das heißt auf jeden Fall schmeiße ich hier ein bisschen. Okay. So viel dazu, so viel dazu. Oh, oh, nein, na, oh, Leben, 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 Leben. Oh Gott, wahrscheinlich war bei der letzten Kiste noch ein Leben. Und da war das Ende, da war bestimmt das Ende. Oh, na gut, nochmal. Wow, wop. Oh, nein, nein, ah, wieso passiert das denn immer? Gott verdammt, wow, wow, okay. Ich sollte wirklich aufhören, diese verdammten Äpfel zu sammeln. Also das klingt total bescheuert, weil Leben, und, aber trotzdem. Wieso habe ich da jetzt eigentlich schon Kristall? Kann das mal einer erklären? Habe ich die nur unterwegs schon eingesammelt? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Wow. Wow. Oh nein, da bin ich zur Seite gesprungen. Die Konzentration sieht das wieder nach. Und das im zweiten Part. Hippie-Aye, Schweinebacke. Wow, ne, es heißt Hippie-Aye, nicht Hippie-Aye. Sind nicht hibbelig. Oh, 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 oh. Ja, wie auch immer, die Schuhe da, ich weiß nicht, wahrscheinlich war der... Weil der Aufprall so gigantisch, dass es ihn von den Socken gehauen hat. Und von den Schuhen, ja. Aua. Au. Jetzt kriege ich aber langsam hier einen Krampf in meinem Daumen, ne? Dass ich hier die ganze Zeit nach unten drücken muss. Wow. Wenn ich es dann wenigstens mal schaffen würde, dann hätte sich der ganze Krampf ja gelohnt. Aber so nicht. Gehe ich nachher zum Arzt. Ja, was ist denn mit ihrer Hand passiert? Ja, ja. Ich habe Crash 2 gespielt und... Oh, jetzt hätte ich das schon wieder beinahe versucht. Und ich habe einen Krampf gekriegt und irgendwann habe ich mir den Daumen gebrochen. Und dann guckt er mich ganz komisch an. Ich so, ich mein's ernst. Und er dann so, na nee, ich weiß, was sie meinen. Ich hatte mal dasselbe Problem mit demselben Level. Dann steht er auf Krankenschein so, hat Level Crash Dash nicht rechtzeitig geschafft. Also dann bei dem Krankenschein. Listen up. We are not without enemies. Some of them you may even recognize. Although they cannot harm you inside this warp room, they can attack you on your way to the next one. To get to the next warp room, use the platform that appears in the center of the room. Good luck. Ja, er hat uns erzählt, dass es Feinde gibt und die können mir zwar in den Warpraum nichts tun, aber wenn ich vom einen Warpraum zum anderen gehen möchte, tun die mir was. Und ich habe so das Gefühl, dass das natürlich seine Gefährten sind, ist doch klar. Aber gut, wir hören uns jetzt einfach mal den Soundtrack für eine Minute an. Ja, also ich finde den Soundtrack echt knuffig und wie gesagt, ja, verändert sich dann immer. Und dann schauen wir uns mal, ja, was denn? Er hat doch gesagt, muss ich irgendwas drücken oder, ja, vielleicht nach oben wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob er das jetzt von selber, ne, auf jeden Fall kommt jetzt unser erster Endgegner. Ich bin gespannt. Wobei, es liegt ja schon auf der Hand, ne? Ah ja, der gute Ripper Bro mit seinem Fake-Schnauzer. Yeah! Ich denke aber mal, dass dieser Kampf ein bisschen anders verlaufen wird, weil wir jetzt hier, ja, wir haben jetzt hier nicht so irgendwie so ein Warp-Geschick. Achso, ist das alles oder was? Ich muss einfach nur aufpassen, dass du mich nicht triffst. Mir fällt gerade, by the way, ein, ich habe keinen Akku. Und bei dem 1er-Teil war das immer so, dass man immer automatisch... Achso, war das, okay. Automatisch Akkus hat. Jetzt ist halt die Frage, kann ich einfach... Beim Boss generell habe ich da generell nur ein Leben, also ein, dass ich einmal getroffen werde und dann ist Sense. Oder Zufall, ich weiß es nicht. Das würde ja dann bedeuten, dass wenn ich fehle, müsste ich mir immer sicherheitshalber einen holen. Das gefällt mir wiederum nicht, da fand ich den ersten ein bisschen besser. Wollen wir mal wieder ein bisschen vergleichen hier, wa? Verrecke! Die haben ja irgendwie erzählt, die wollten ihm, Synchronstimme oder sowas geben. What the shit, okay. Aber das ging dann irgendwie schief, weil er sich hätte zu bescheuert angehört und deswegen sind sie mit seiner Lache verbiegen. Im Moment, das war ein Crash Team Racing, da wollten sie ihm eine Stimme geben. Aber wie gesagt, aus dem Grund dann sind sie so verbiegen. Marekke!
Yeah. Da macht er seinen Chaka-Chaka-Chaka-Tanz. Das Jiha wurde vom ersten Teil wurde verbessert. Und ja, das war's dann mit diesem ersten Warp-Raum. Und schon sind wir hier. Das ist tatsächlich der, den ich meinte, der Warp-Raum. I see that Ripperoo failed to prove much of a challenge yet again. But back to business. There are crystals to be gathered. 20 to be exact. The planets will align shortly, all 13 of them. And this will create a power great enough to rip the Earth apart. Properly utilized, however, the crystals can absorb and contain the Earth. Crash, is that you? I've been looking everywhere. I don't have much time to tell you this. You have to be careful. Trusting Cortex seems a little unwise. Crash, I can't keep the data path open for forever. Crash, you need to... Ja. Also der gute Cortex behauptet jetzt hier irgendwie, dass mächtige Schiffe die Erde angreifen wollen oder irgend sowas ähnliches. Und diese Kristalle können diese mächtigen Kräfte absorbieren. Und die Coco hat versucht, den Crash zu warnen. Ich meine, es ist ja nicht so, als wenn wir den trauen. Wir haben ja irgendwie keine Wahl. Und ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Crash Bandicoot 2. Wir schauen mal in der nächsten Folge, ob wir auch so gut mit diesem Warp-Raum hier, ob das so gut funktioniert wie mit dem ersten Warp-Raum auf alle Fälle. Und was der gute Cortex uns noch so für Lügereien auftischt. Das ist ja wirklich nicht... Also ich meine, der war im ersten Teil schon böse. Und wieso sollte er... Ich meine, das ist doch... Ich weiß nicht, ob man sich da jetzt so selber als Entwickler verkackeiert hat. Oder ob man wirklich ansatzweise gedacht hat, dass der Spieler auf diesen Scheiß reinfällt. Naja, vielleicht wird das ja noch irgendwie geklärt. Steht dann so ganz zum Schluss beim Spiel. Die Entwickler haben gewusst, dass sie nicht auf diesen Trick reinfallen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.